So, Kinder, weil eure Mutter unbedingt das neueste Smartphone haben wollte, gibt es dieses Jahr nur für einen ein Weihnachtsgeschenk. Und wer bekommt das? Tja, das könnt nur ihr entscheiden, bei einem Kampf um Leben und Tod! Okay. Du bist nicht mein Mann. Der klischeehafteste Generationsstreit, den es geben tut. Wie auch immer. Oh Mama und Papa, ihr seid so scheiße. Ihr wisst gar nicht, wie schwer wir es heutzutage haben. Ich kann nicht mal meine Augen aufmachen. Oder tief und normal reden. Ja, denn ich bin ein Mann. Ihr kleinen Scheißer, ihr habt doch tausend Möglichkeiten heutzutage, wenn ihr euch dann runterhauen wollt. Damals musst du doch heimlich aus dem Geschäft den Unterwäschekatalog klauen, wenn meine Palme mal ein bisschen, du weißt schon. Geschüttelt werden musste. Gewachst. Warum auch immer Leute sich darüber streiten müssen, wer es am schwierigsten hat. Eigentlich ist das ziemlich egal. Aber Selbstmitleid ist ja bekanntlich das schönste Leid. Wir sind ja mit dem Internet groß geworden und konnten erstmal alle großen Neuerungen des Internets Stück für Stück mit Skepsis betrachten. Wie Stevens Nippel, die kann man auch nur mit Skepsis betrachten. Aber die Kinder heutzutage werden ja einfach reingeschmissen. Wie so ein Hummer ins heiße Wasser. Ist nicht nett. Und was man bisher so als klassische Kindheit betrachtet hat, gibt es durch das Internet gar nicht mehr. Hä, die sehen doch ganz normal aus. Also was man sagen muss, Kinder haben heutzutage wesentlich mehr Möglichkeiten. Also eigentlich alle. Wenn du früher ein Video darüber drehen wolltest, wie schwer es Kinder noch heutzutage haben, dann war das wirklich extrem schwer. Kameras waren arschteuer. Du brauchtest spezielle Schnittmaschinen, die du mit deinen Händen noch so per Hand bedienen musstest. Und dann lass das mal irgendjemanden sehen. Damals gab es ja nur Fernsehen und komm mal einfach so mit einem eigenen selbstgedrehten Video ins Fernsehen. Da lob ich mir die Neuzeit. Jeder Depp hat eine Kamera in seinem Telefon. Es gibt tolle, kostenlose und legale Schnittprogramme. Und wenn das fertig ist, dann haust du das einfach auf YouTube. Und dann gucken sich das Leute an. Also, vielleicht. Und das jetzt nicht nur, wenn dein Hobby Videos machen ist. Das ist bei allen Hobbys so, die sind alle wesentlich günstiger als früher, oder? Danke, China Massenproduktion. Und das Tolle ist, du kannst alles umsonst lernen. Weil irgend so ein 12-Jähriger sicherlich dazu ein YouTube-Tutorial gemacht hat. Und für alles andere gibt's Wikipedia. Was? Ich musste noch 100 Kilometer mit dem Fahrrad in die nächste Stadt zur Bibliothek fahren. Und da war die zerbombt. Oh! Ich meine, ganz ehrlich, bald wird sicherlich kein 12-Jährigen mehr geben, der nicht Englisch versteht. Und nicht komplett sexuell aufgeklärt ist. Ja, scheint, als ging's der Jugend ja gar nicht so schlecht. Dann können wir ja jetzt aufhören mit dem Video. Nicht ganz. Das Problem ist, es gibt von allen zu viel und es ist immer permanent da. Früher sind Jugendliche halt zur Schule gegangen, hatten da dann ihr soziales, jugendliches Ding so. Weißt du, so der Coolste sein und beliebt und Mädchen, Jungs und keine Ahnung. Halt. Jugendlichen Scheiß. Und wenn man nach Hause gegangen ist, dann hat man seine Hausaufgaben gemacht und nichts anderes. Naja. Aber heutzutage gibt's Facebook und WhatsApp. Weshalb du diesen ganzen sozialen Scheiß nicht in der Schule lassen kannst, sondern dich bis nach Hause verfolgt. Und 24 Stunden um deinen Kopf schwebt. Und viele Jugendliche müssen erstmal bemerken, dass die Anzahl von Likes und Freunden auf Facebook einfach nichts wert ist. Und scheißegal ist. Scheiß Facebook. Die Kinder heutzutage wissen gar nicht mehr, wie schön es damals war ohne Facebook. Da hat man noch angerufen mit dem Telefon. Oder man stand einfach bei einem Kumpel vor der Tür und hat geklingelt und gefragt, ob man es einladen. Außerdem haben wir das Problem, dass eine simple Frage in der heutigen Gesellschaft nicht mehr so leicht zu beantworten ist. Was will ich denn später mal werden? Prostituierte! Ich bin ein Kerl, du Pisser. Prostituierter! Erstmal gibt es 1000 Millionen Möglichkeiten. Aber dazu kommt, Werbung, Fernseher und Social Media trichtern dir ein. Hey, diese ganzen Jobs sind uncool. Leb deinen Traum, mach dein Ding. Mach dein Ding, du musst auch Spaß im Leben haben und Cola kaufen. Deswegen wollen alle irgendwas Tolles machen. Aber wenn alle irgendwas Tolles machen wollen, ist die Konkurrenz natürlich ein bisschen größer. Und sie redet so, das ist voll anstrengend. Keiner mehr will Handwerker werden. Das arme deutsche Handwerk, die haben richtig Probleme, die müssen sogar Werbung machen. Ja, der war doch schon ein bisschen simpler früher. Ne, wenn du früher in der Schule gemerkt hast, oh, ich kann gut mit Holz, dann bist du halt Tischler geworden und hattest einen richtig ordentlichen Job. Und wenn du es dann noch hinkriegst, dass sich jemand heiratet, Jackpot, glückliches Leben forever. Also ich finde so ein Leben geil, einfach so, einfach simpel, weißt du, so sind nur drei Sachen, auf die man aufpassen muss. Und nicht so komplex wie jetzt. Kannst du so diesen Amish-People in den USA? Ja, genau, mir einen Bart wachsen lassen oder wie sehe ich denn aus? Weißt du, wenn du damals mit deinem Papa angeln gefahren bist, wahrscheinlich niemand von euch, ist egal, dann hast du da eine Sache gemacht. Angeln. Denn du hattest damals einfach kein Handy, geschweige denn Smartphone. Und dieser ganze belastende Scheiß in deiner Tasche ist halt nicht da gewesen. Du hast dich einfach nur auf eine Sache konzentriert.
Fische töten. Ist eigentlich ein ganz guter Kerngedanke für dieses Video hier. Einfach drauf scheißen. Nehmt euer Smartphone, packt es irgendwo hin und legt einfach eine fette Wurst drauf. In einer Skala von 1 bis Kartoffel, wie sehr stresst euch euer Smartphone? Zucchini! Da drüben reden wir darüber, ob früher alles besser war. Oder nicht, keine Ahnung. Da drunter gibt es 10 Arten von schlechten Geschenken. Mit dem besten Product Placement, was wir jemals gesehen habt auf der Welt. Und es sogar gesagt habt, ihr seid so süß. Ihr seid so süß. Wir lieben euch alle. Oh Gott. So. Was denn? Ich hab doch nur die Leute da angelogen.